Hallo meine Lieben, willkommen zu einem neuen Video. Heute haben wir ein Rezept gemacht. Das ist ein türkisches Rezept. Der ist Sucuk und es schmeckt köstlich. Und mich hast du nicht vorgestellt? Ja, und nicht zu vergessen meine Mutter hier. Ich grüße euch recht herzlich und willkommen zu einem neuen Video. Diese Devise Sucuk werden mit Johannisbrot-Sirup gemacht. Es ist zwar aufwendig, aber ich würde es euch empfehlen, unbedingt zu machen, weil es lohnt sich. Ich muss dazu sagen, dass diese Masse viel weicher ist, als wenn man das mit Traubensirup machen würde. Erstmal brauchen wir ein Feuerzeug für unsere Nadel, damit wir es sauber machen können. Dann gehen wir nochmal mit einem Tuch rüber. Ich habe jetzt einen Faden genommen, der ist ziemlich stabil und habe es mit zwei Schichten gemacht. Und dann könnt ihr jetzt hier sehen, die Walnüsse. Am besten empfehle ich euch immer weiche Walnüsse zu nehmen, also frische, am besten Bio-Walnüsse, weil die sind weicher. Und damit geht das Ganze viel einfacher, also die Nadel dann durch die Walnuss hindurch zu stechen. Die Länge könnt ihr euch entscheiden, aber ich würde euch einen Tipp geben, nicht so lang zu machen. Weil ich habe sie etwas lang gemacht, so um die 50 bis 60 cm. Und ich hatte nachher Schwierigkeiten mit dem Sirup. Deswegen empfehle ich euch eine Länge von ca. 30 cm. Wenn ihr fertig seid, dann macht ihr einen Knoten, aber mehrmals. Genau, und zwar mehrmals den Knoten machen, weil die Nüsse sollen ja nachher beim Eintauchen in den Sirup nicht aus dem Faden rauskommen. Jetzt kommen wir mit der Seite, wo die Nadel ist. Hier schneiden wir jetzt den Faden durch, nehmen die Nadel weg. Und hier machen wir auch Knoten, und zwar bitte mehrmals. Wenn ihr das Knoten gemacht habt, dann soll der Faden ein bisschen länger sein, weil wenn wir es eintunken wollen, müssen wir es ja festhalten. Alle Nüsse in eine Hälfte rauszuholen ist auch schwierig. Einige sind bei uns auch kaputt gegangen, zum Beispiel als ein Viertel. Und die haben wir auch hier gefädelt. Also kein Problem, die könnt ihr auch fädeln. In einem Ende befestigen wir einen Zahnstocher zur Sicherheit, damit die nicht rausfallen. Was auch noch ganz wichtig ist, bevor ihr anfängt damit, solltet ihr euch überlegen, wo ihr euch diese Devise Sucuk anhängen könnt. Ich habe meinen Wäscheständer nachher zum Aufhängen benutzt. Und die Mengenangaben findet ihr unten in der Infobox. Ich möchte euch noch mitteilen, und zwar beim Fädeln von den Walnüssen mit der Nadel. Bitte passt auf, dass ihr die Nadel nicht in euren Finger reinstecht. Bei mir ist es schon mal passiert. Ein bisschen Übung ist erforderlich, aber hinterher geht das dann ganz, ganz einfach. Jetzt machen wir den Sirup. In einen großen Topf tut ihr Johannisbrot-Sirup. Den Herd noch nicht einschalten. Jetzt geben wir die Milch hinein. Und das Wasser. Und mein Becherinhalt ist wie immer 200 Milliliter. Jetzt gut miteinander verrühren. Von dem Gemisch nehmen wir ein volles Becher in eine andere Schüssel rein. Jetzt tun wir Mehl, Speisestärke und Zucker hinein. Das verrühren wir auch miteinander. Jetzt könnt ihr den Herd einschalten. Das Gemisch, was im Topf war, das kochen wir jetzt. Und wenn es gekocht hat, geben wir dann die andere Masse hinein und verrühren es so lange, bis eine cremige Masse entsteht. Und immer weiter verrühren. So dickflüssig muss es danach werden.
Die Walnüsse tunken wir jetzt in den Sirup rein und mit einem Löffel gehen wir damit drüber. Und wenn ihr nachher fertig seid, müsst ihr die aufhängen. Ich habe auch noch einen Kleiderbügel dafür benutzt. Die Walnüsse habe ich mit dem Seil, also mit dem Faden, an den Kleiderbügel befestigt und dann auf den Wäscheständer rangehängt. Wenn ihr alle reingetunkt habt, dann müsst ihr es eine Stunde trocknen lassen. Wenn wir die Walnüsse aufgehängt haben, tun wir ein Tablett darunter, weil es tropft ein bisschen. Wie ihr sehen könnt, ist hier meine Aufhängmethode. Also nach dem ersten Sirup müssen sie jetzt eine Stunde trocknen. Danach, nach der einen Stunde, stellt ihr den gleichen Sirup wieder. Also, wie auch meine Tochter schon gesagt hat, ihr werdet den Sirup noch einmal machen und die Walnüsse nochmal erneut reintunken, sodass kein Freiraum zu sehen ist. Das Ganze muss danach wieder aufgehängt werden. Nachdem ihr es aufgehängt habt, beginnt die Trocknung. Das dauert ca. 3-5 Tage. Am besten hängt ihr es nahe der Heizung, also nicht ganz dicht 1:1, sondern ein bisschen mit Freiraum. Und 3-5 Tage halt die Trocknung. Und danach könnt ihr es in Frischhaltefolie einwickeln und in den Kühlschrank stellen. Im Kühlschrank sind sie 3-4 Monate haltbar. So, jetzt sind wir eigentlich auch schon fertig. Abonniert unseren Kanal, gebt Daumen nach oben. Ich würde empfehlen, das nachzumachen. Es ist sehr gesund und es ist auch sehr lecker. Und auf nüchternen Magen so ein Stückchen zu essen, schmeckt wirklich sehr gut und tut einem auch sehr gut. Und ich hoffe, bis nächstes Mal. Tschüss. Tschüss.